Hallo Freunde und willkommen zurück zu Dead Space. Bevor wir jetzt hier weitermachen, werde ich erst nochmal meine Waffen checken. Hier steht es auf 50 Schuss, das heißt, wir haben hier ein volles Magazin. Aber schalten nochmal um. Hier, die müssen wir nachladen. So, und wir stellen es gleich mal so ein. Das ist vielleicht sinnvoller. Und zum guten Schluss hier unsere Ripper. Die laden wir auch mal nach. So. Und damit sollten wir wieder bestens gerüstet sein. Ich kann nochmal gerade ins Inventar schauen, wie es da aussieht. Wir haben hier verschiedene Medipacks noch und noch zwei Slots frei. Das ist okay. Sehr schön. Beziehungsweise ich schalte nochmal um auf die andere Waffe hier. Die hier. So, das Impulsgewehr, das ist doch immer schön. Gut. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, den Aufzug hier fahren. Genau. Aber ich gucke nochmal, ob hier noch was liegt. Sieht nicht so aus. Aber auf jeden Fall sind hier so Geräusche. Das hört sich fast an wie Mäuse. Und wenn es doch nur Mäuse wären, dann wäre ich wahnsinnig froh. Aber ich fürchte, das ist was ganz anderes wie irgendwelche Mäuse. So, hier haben wir noch ein Schränkchen, was wir ausräumen können mit Plasma-Energie. Für den Plasma-Cutter. So, und wir können den Fahrstuhl benutzen. Das ist doch schon mal schön. So. Während wir hier mit dem Fahrstuhl fahren, könnte ich mal auf die Karte schauen. Wir sollen hier zweimal Energiezufuhren umleiten. Die Karte bringt mich jetzt hier irgendwie nicht weiter. Das geht eh so sehr empfindlich. Das geht wahnsinnig schnell. Wir fahren gerade hoch. Wir fahren gar nicht runter. Ach, ist schön, wenn man das mal so sieht. Ah, und dann kommen wir wieder dahin. Okay, verstehe. Gut, lange Fahrt, würde ich sagen. Aber ist egal. Die Zeit nutzen wir, um uns mal ein bisschen zu erholen. Böse Zungen würden behaupten, ich habe mich doch jetzt erst 4 Tage erholt. Und das ist auch vollkommen korrekt. Das heißt, es kann jetzt wieder losgehen. So, und wir sind hier wieder auf der Brücke, so wie das aussieht. Ja. Und ich glaube, wir sind hier nicht allein. Ach du Scheiße. Oh oh. So. Ich müsste mal nachladen. Nein, 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 nein. Scheiße. Wir schalten mal um schnell hier. So, wo ist der Penner? Da. Sag mal, kommen die da angeflogen oder was? Ich weiß es nicht hier. So, schnell nachladen. Aber ich glaube, die sind alle jetzt tot. Zumindest tun sie so, als wären sie tot. Ich bin mir da nicht so sicher. So, wo war denn der Penner? Der hier. So, nochmal schön draufgetreten. Der kann da ruhig ins Loch fallen, der Penner. Will er aber gar nicht. Egal. So, bevor wir jetzt hier weitergehen, ich kann dann nochmal gerade gucken. Ah, wir müssen da in diesen Aufzug oder was es ist rein. Ich werde schon mal gucken, was die dabei haben. 1000 Credits, das ist doch schon mal schön. Was hat der Penner dabei? 4 Ripperklingen, auch schön. So. Und da gibt es doch noch mehr, oder? Das sind wahrscheinlich da hier hinten auf der anderen Seite. Der hier. Plasma-Energie. Na, das ist doch schon mal schön. So, wir sollen jetzt hier wieder diesen Aufzug fahren. Wo geht's denn da hin? Komm, Array-Ebenen. Was stand da noch? Aufzug zur Abbauverwaltung. Aufzug zur Abbauverwaltung und komm, Array-Ebene. Okay. So. Oh, da haben wir jetzt verschiedene Stockwerke zur Auswahl. Wir befinden uns, wenn ich das richtig deute, in Ebene 2. Wo wir hin müssen, keine Ahnung. Ich sag mal, ich fange einfach mal unten an mit Ebene 1. Mal schauen, was passiert. So, wir nutzen einfach mal die Zeit. Ich bin die medizinischen Berichte durchgegangen. Diese Dinger sind sowas wie Biorekombinatoren. Sie nehmen totes Gewebe, absorbieren es und formen es neu. Eine Iteration scheint den einzigen Zweck zu haben, Leichen zu infizieren. Die anderen, naja, bringen Leichen dazu, wieder andere zu infizieren.
Und dieses Gewebe, das wir überall an den Wänden gesehen haben, scheint auch dazu zu gehören. Laut eines Berichts, den ich gefunden habe, ist das ein Habitatwandler. Okay. Wieder was gelernt. Also sie ernähren sich von totem Gewebe sozusagen. Aber ich wollte gerade sagen, ich bin unterbrochen worden. Ich wollte erstmal die Waffen nachladen hier in der Ruhe während der Aufzugfahrt, aber das Impulsgewehr konnte ich gar nicht nachladen. Und ich sehe auch schon warum, weil mich gar keine Munition mehr dabei haben für das Ding. Naja, ist auch egal. Der Plasma-Cutter wird schon seinen Dienst erfüllen. So. Was haben wir denn hier Schönes? Da müssen wir weiter, da ist auch wieder eine Speicherstation. Könnten wir eigentlich direkt nutzen. Zumindest gleich dann, wenn wir diese zwei kleinen Schränkchen hier auch durchsucht haben. Dann werden wir mal abspeichern. Sicher ist sicher. So, und das können wir auch direkt überschreiben, das macht ja nichts. Gut. Und das heißt, wir müssen jetzt hier weiter. So, momentan ist alles ruhig. Da liegt jemand. Ach du Scheiße. Wo müssen wir denn überhaupt hin hier? Was gibt's denn da draußen irgendwas? Unser Sauerstoffvorrat ist sehr begrenzt, deswegen sollte ich vielleicht aufpassen. Hier haben wir eine Werkbank. Ende des Vakuums. Ende des Vakuums. Sehr schön. Aber sobald wir da wahrscheinlich wieder rausgehen, dann war es das wieder. So, was gibt es denn in dieser Werkbank überhaupt? Beziehungsweise wir schauen nochmal in das Schränkchen hier rein. Plasma-Energie. Sehr schön. So. Was haben wir denn hier? Was können wir denn aufrüsten? Ripper, Impulsgewehr, Plasma-Cutter. Oder die Rick. Wer die Qual hat, hat die Wahl, ne? Aber ich würde fast sagen, die Rick ist am wichtigsten momentan. So, da haben wir schon mal einen Energiepunkt, einen Energieknoten reingesetzt. Und da rein kann ich den wahrscheinlich nicht direkt setzen. Wir müssen den erst dahin setzen, ist ja doof. Beziehungsweise, wir können natürlich auch die Luft verlängern. Komm, dann machen wir das doch einfach. Knoten diesem Schaltkreis hinzufügen, jawohl. So, sehr schön. Okay, jetzt haben wir noch genau einen Knoten übrig. Und wir haben unseren Anzug doch ein ganzes Stück verbessert. Ich hoffe, das war kein Fehler gewesen. So, wir schalten das wieder raus. So, und damit ist der Anzug gleich wieder besser. Ich hoffe natürlich, dass wenn wir unseren Anzug upgraden, dass es dann nicht wieder von vorne beginnt, aber ich denke mal nicht. So, wir müssen wieder raus ins Vakuum. Eintritt Vakuum. Eintritt Vakuum. Und wo müssen wir hin? Wir müssen da weiter. Okay, dann gehen wir noch da weiter. Ende des Vakuums, sehr schön. Und wir haben gesehen, unser Anzug hat jetzt ein bisschen mehr Luft. Oh, oh, yeah. Komm, mach die Hütte auf. Mach die Hütte auf, Alter. So, mal schnell nachladen. Und die sind nicht tot, die sind hier oben irgendwo verschwunden, ich weiß es genau. Und ich weiß genau, was passiert, wenn wir da jetzt reingehen. Dann werden sie nämlich wieder runterkommen, die Penner. Ich gucke nochmal schnell ins Inventar. Ich habe da so ein dumpfes Gefühl, dass unsere Munition bald zu Ende gehen wird. Okay, noch haben wir 50 Schuss. Hier sind nochmal ein paar Schuss. Und für den Ripper haben wir auch noch ein bisschen was, okay. Aber ich glaube, wenn wir jetzt nicht bald Munition finden, sollte ich mal aus meinem Vorrat was ins Inventar legen. So, komm, wir gehen mal langsam vor. So. Ach du Scheiße. Wir müssen uns auch hüten vor diesen Dingern hier. Da ist irgendwas kaputt. Und wenn wir da drüber laufen, verlieren wir Energie. So, das war ein Crewmitglied, aber nur ein totes Crewmitglied ist ein gutes Crewmitglied, oder wie war das? Nee. Entschuldigung. Nee, sicher ist sicher. Nicht, dass sie noch lebendig werden hier.
Was ist mit denen eigentlich hier oben? Die hängen da einfach so schön rum. Da können sie auch hängen bleiben. Das macht mir jetzt gar nichts. So, und ich schau mal, wo wir hin müssen. Da weiter, okay. Was war das eben? Da liegt auch noch was. Ein bisschen Munition. Impulsprojektile, sehr schön für unsere Impulswaffe. So, da müssen wir jetzt hier wieder außen rum gehen, ne? Alter! Ich höre hier was. Ich weiß aber nicht genau, hinter uns oder vor uns. Das ist hier die Frage. Verdammt. Das macht mich alles wahnsinnig. Die Geräuschkulisse hier. Ich glaube, da vorne ist jemand. Wir gehen da jetzt mal hin und machen ihm mal schnell Blatt hier. Wo ist er denn hin? Ah, da ist der Penner. So, ist jetzt Ruhe wieder eingekehrt hier oder was? Gerade eben hat er noch hier gehockt. Und dann hat er sich verkrümmelt dahin. So, wir müssen da zu dieser Konsole und sind schon bei der ersten Energiezufuhr. Energiezufuhr auf AAS umleiten. Energiezufuhr zum AAS hergestellt. Kontrollsysteme über Verteilerkästen umgeleitet. Ich habe ein Signal. Fast da. Da vorne war doch schon wieder irgend so ein Penner. Was denn mit dem da hinten? Den verbrutzelst gerade, oder was? Ich weiß es nicht, keine Ahnung hier. So. Okay, wir müssen wahrscheinlich wieder zurück. Jawohl. Das ist schön, dass es die nämlich hier erwischt, wenn die da durch diese Felder gehen. Ich glaube, das fügt denen Schaden zu. Ach nee, Alter. Sag mal, wo kommen jetzt die Schweinepriester her, ey? Da sind auch noch mehr. Ich höre es ganz genau. Ich habe so ein bisschen Angst, hier weiterzugehen. Oh, da ist er. Oh, oh. Mann, Mann, das Spiel macht mich hier wahnsinnig. Das könnt ihr mir glauben. So, da haben wir noch ein Medipack Mittel. Nehmen wir auch mit. Und wir gehen jetzt endlich wieder zurück. Nochmal 800 Credits. Sehr schön. Da können wir nicht durch. Aber hier können wir durch. So. Die sind alle tot hier. Immer schön vorsichtig. Da liegt noch was. Und zwar Ripperklingen. Dankeschön. So, einfach hier weiter laufen. Beziehungsweise das ist natürlich auch noch eine Tür. Aber die ist verschlossen. Energiesperre aktiviert. Bitte einen Energieknoten zum Überbrücken des Schlosses verwenden. Aber wir haben keinen mehr. Brauche ich gar nicht zu probieren. Die haben nämlich eben gerade alle verballert an unserem Anzug. Aber ist egal. So, zum Hauptatrium. Jetzt müssten wir doch wieder zu diesem Vakuum kommen, oder? Exakt, da rennen wir einfach mal durch. Ich schaue nochmal. Nicht, dass ich hier Mist zusammenrenne. Aber es passt sehr schön. Gut, wir haben es geschafft. Ende des Vakuums. Wir haben es geschafft. Und ich benutze doch einfach mal die Speicherstation hier nochmal. Besser ist das. So, annähern. Jawohl, und gut ist. So. Jetzt müssen wir hier den Fahrstuhl wieder benutzen. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass es jetzt hier die dritte Ebene ist, wo wir hin müssen. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Habe schon nie gespielt. Aber ich gehe mal stark davon aus. So. Das heißt aber auch, dass er wieder ewig lange fahren müsste. Wir beschauen uns das einfach mal auf der Karte hier an. Sofern ich das finde. Da. Ah, jetzt sind wir in der mittleren Ebene. Und gleich kommen wir in die oberste Ebene. Und das sehen wir ja auch schon. Da ist die Wegspur. Da müssen wir hin. Okay. Wieder ganz. Was ist denn das für einer, ey? Ich habe keine Ahnung, was das eben für einer ist. Erinnert mich so langsam hier... Oh, Dead Island. Ja, es erinnert mich an Dead Island, wollte ich sagen. Weil es scheinbar irgendwelche Zombies hier sind. Schema, Energiekanone.
Inventar ist voll, natürlich. So, was haben wir denn hier? Anzug Level 3, die Laserkanone. Was schmeißen wir dann am besten mal weg? Ach, ich schmeiß alles so ungern weg. Komm, wir hauen mal diese Ripperklingen weg. Die habe ich bisher noch nie gebraucht. Die werden wir vermutlich noch brauchen, aber momentan noch nicht. So. Okay, das haben wir. Ja, und ich kann es noch 10-mal drücken, aber wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Gut, dann ist es halt so. Ja, auch dafür haben wir keinen Platz. Da liegt da noch was. Was ist denn das hier? Audiolog. Hier, Temple. Die Brücke ist total hinüber. Keine Ahnung, was hier los war. Aber ich werde hier nicht rumstehen und warten, bis es zurückkommt. Ich gehe jetzt rüber zur Hydrostation und suche Elizabeth. Ja, mach mal. Und ich werde mal hier gucken, was hier so abgeht. Da ist auf jeden Fall wieder eine Speicherstation. Die brauchen wir aber jetzt noch nicht, weil die habe ich ja eben gerade erst verwendet. Oh oh. Oh. So, schnell nachladen. Da ist doch einer hier. Verdammte Scheiße, den habe ich gar nicht gesehen, den Penner. Okay, ich glaube, mit der Ripper müssen wir uns noch so ein bisschen erst einmal anfreunden hier. Ach, jetzt habe ich da gedrückt. Ich wollte das Medipack aufheben. Okay, dann drücke ich hier nochmal auf Abbrechen. Denn wir sind leicht angeschlagen. Das heißt, ich kann mir jetzt ein kleines Medipack reinballern. Werde ich jetzt auch direkt tun. So, Moment mal. Hier da oben, das nehmen wir hier, benutzen. Dankeschön. Und wir können das mittlere aufheben. Gut. Ja, ich habe eben auf die Ripper umgeschaltet, weil ich mir gedacht habe, die kleinen Sauhaufen, die kriege ich damit vielleicht besser, aber so ganz fehlt mir da noch der Durchblick hier mit dieser Ripper. Aber ist egal. Wir werden das Kind schon schaukeln irgendwie. Gut. Was war denn das eben? Oh. Das hat so angehört, als würde jemand hinter mir herlaufen. Aber es war wahrscheinlich nur der Müll, der da rumlag. So, Plasma-Energie, was haben wir hier? Okay, wir schalten nochmal um auf die... auf den Plasma-Cutter. Gut, und gehen einfach mal hier weiter. Wo müssen wir denn hin? Ach, da ist ja schon die Konsole, das ist ja aber hervorragend. Asteroiden-Abwehrsystem ist online. Gut, genug Energie. Aber die Zielerfassung der AA-Kanone ist offline. Liegt sich an einem Kabel. Bis ich das ersetzt habe, müssen Sie die Kanone bedienen und manuell zielen. Nehmen Sie den Aufzug nach oben und gehen Sie zum Kanonenschacht. Den Aufzug nach oben und zum Kanonenschacht gehen. Jetzt müssen wir hier auch noch Star Wars spielen, oder was? Na gut, dann machen wir das halt. Beziehungsweise da vorne ist doch noch eine Speicherstation, oder? Gut, da wir das jetzt gerade hier so wunderschön erledigt haben, dann werdest du doch einfach... doch nochmal benutzen. Ist ja egal. Das überschreiben wir hier. Annehmen. Jawohl. Und wir nehmen den Aufzug nach oben, wo auch immer der Aufzug da ist. Beziehungsweise lag da noch was. Plasma-Energie. Dankeschön. Oh, was haben wir denn hier? Das sieht auch irgendwie sehr mysteriös aus. Wir müssen hier geradeaus, aber hier ist auch offen. Ein Lagerraum. Das ist doch wie Weihnachten hier. Impulsprojektile. Eine Kiste zum Zerstören. Und was liegt da drin? 1200 Credits. Das gefällt mir. So kann es weitergehen. Und da haben wir hier noch einen Spind, in dem sich Impulsprojektile befinden. Okay. Gehen wir nochmal weiter. Ach, hier ist der Aufzug. Alles klar. So, immer mal schnell nach rechts und links gucken. So, diesmal gibt es wieder kein Stockwerk zum Auswählen. Aber wir schauen einfach nochmal auf die Karte. Ach, wir sind schon da. Dann lass mal die Karte weg, mein Freund. So, sehr ruhig hier momentan. Mal gucken, wie lange das so bleibt.
Interessante Architektur. Isaac, Sie müssen über das Schiffsäußere, um zur AAS-Kanone zu kommen. Das Problem ist nur, dass wir von Asteroiden bombardiert werden. Sehen Sie sich nach Deckung um, bevor Sie in Stücke gerissen werden. Ach du heilige Scheiße. Na, das kann ja lustig werden, ey. Na, das wird ja lustig, ey. Ich freue mich schon wahnsinnig. So, Luftkanister. Brauchen wir den? Ich weiß nicht, ob wir den brauchen. Aber ist ja egal, wir haben ja gerade abgespeichert. Oh oh. Gleich sind wir wieder ohne Gravitation. Unterwegs in der Schwerelosigkeit. Bestimmt hinter dieser Tür. Und dann müssen wir auf dem Schiffsäußeren zur Kanone. Alter Schwede. Ich bin gespannt, wie das wird, und das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Also macht's gut, bis dann.